Die bei uns ankommenden Menschen konnten in ihrer übergroßen Mehrheit nichts dafür, dass die internationale Gemeinschaft sie fast vergessen hatte. Wir haben sie als Menschen in Not aufgenommen. Aber natürlich gilt auch, das war eine humanitäre Ausnahmesituation. Und eine solche Ausnahmesituation soll und darf sich nicht wiederholen, weil eine Wiederholung nur zeigen würde, dass wir nichts gelernt hätten, weder national, noch europäisch, noch international. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, die geprägt ist von Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt. Und Zusammenhalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird zuerst in der Familie gelebt. Hier lernen Kinder, was es heißt, den eigenen Weg zu finden und zugleich füreinander da zu sein. Wenn wir Familien stärken, stärken wir den Einzelnen und gleichzeitig die Gemeinschaft. Und deshalb ist die Entlastung und Stärkung der Familien eine der ersten Prioritäten der Bundesregierung. Wir erhöhen das Kindergeld, wir passen den steuerlichen Freibetrag an. Davon werden alle Familien profitieren. Angesichts der Dringlichkeit werden wir ein Sofortprogramm Pflege auflegen. 8.000 neue Pflegekräfte sollen ein erster Schritt der Entlastung sein. Und ich weiß schon, dass viele sagen, das ist bei rund 13.000 stationären Pflegeeinrichtungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und denen antworte ich, das ist ein erster Schritt, dem werden weitere folgen müssen. Aber immerhin ist das ein erster wichtiger Schritt. Und den müssen wir jetzt erstmal machen. Und Pflegearbeit braucht Anerkennung. Deshalb werden wir die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege nach Tarif stärken, mit den Tarifpartnern enger zusammenarbeiten, um endlich auch zu flächendeckenden Tarifverträgen zu kommen. Saubere Luft, intelligente innerstädtische Verkehrssysteme und Nutzung individueller Mobilität müssen in Einklang gebracht werden. Und zwar so, dass Arbeitsplätze nicht in Gefahr geraten, die Käufer von Dieselautos nicht die Dummen sind und wir trotzdem Luft und Klima schützen. Also im Grunde eine Quadratur des Kreises. Flächendeckende Fahrverbote, ja, auch eine schöne Aufgabe. Flächendeckende Fahrverbote lehnen wir ab. Wir brauchen viel mehr maßgeschneiderte Lösungen für die von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen. Und dabei nehmen wir die Automobilindustrie in die Pflicht. Für die eigenen Fehler müssen die Hersteller gerade stehen. Und wir müssen dafür sorgen, dass ausreichend in die Mobilität der Zukunft investiert wird. Auch das ist wichtig. Natürlich ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung die Infrastruktur, das heißt der Ausbau von Breitband. Wir wollen, dass alle Zugang haben bis 2025. Wir wollen den Ausbau der 5G-Netze flächendeckend durchsetzen. Und hierfür haben wir im Koalitionsvertrag den Weg vorgezeichnet. Denn ich möchte alles dafür tun, dass am Ende dieser Legislaturperiode die Menschen sagen, die in Berlin haben aus dem Wahlergebnis vom September 2017 etwas gelernt. Die haben wirklich etwas verstanden und viel Konkretes und Gutes für uns erreicht.